Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. Und es ist 2 Wochen her, dass ich dieses Spiel gespielt habe, so dank Urlaub und so. Ich kann euch aber schon mal sagen, dass wir das hier nicht machen. Ich sage euch gleich warum. Wir sprechen mal kurz mit dem. お侍には身苦しいかもしれませんが、剣の腕を磨かねば、さらわれた娘を助けられません。どこに連れて行かれた？猛虎勢の方を降ろした戦船に。二隻あるな。兵も大勢乗っていよう。勝ち目はないぞ。小舟と太刀があります。あとは腕の立つお侍がいれば。助けよう。船に乗れ。 Das ist nämlich eine neue Geschichte. Und ich weiß, der andere Fortschritt wird gespeichert, aber ich schnall immer noch nicht, warum, weswegen, weshalb das so ist. Ich hoffe, ich kriege das jetzt alles hin mit der Steuerung. Zusätzlich versuche ich jetzt, ich habe diese Folge und auch die nächste Folge eigentlich schon im Sack gehabt. Aber der Sound war im Arsch. Komplett. Also ich konnte ihn auch nicht reparieren. Nichts war zu retten. Ich nehme eigentlich schon mit mehreren Audiospuren auf, falls mal eine kaputt ist. Es waren alle im Arsch. Warum auch immer, hatte ich vorher noch nie sowas. Im Moment hat man leider ein bisschen Probleme mit OBS. Warum auch immer. So. Deswegen habe ich diese Folge und die nächste eigentlich schon im Sack gehabt. Ich spiele sie jetzt einfach nochmal. Ist ja 2 Wochen her, da weiß ich schon nicht mehr so richtig, was gelaufen ist. Ich habe eben jetzt einmal durchgeguckt, was wir zu machen haben. Und zwar machen wir eigentlich Berührung eines Heilers. Und Techniken hatte ich noch überlegt. Und zwar bei der Kampfhaltung hatte ich erhöhe den Taumelschaden gegen Schwertkämpfer aus allen Steinkampfhaltungsangriffen. Das fand ich irgendwie cool. Führe drei durchbohrende Schläge aus. Gedrückt halten, dann antippen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich bin immer nicht so der Kombo-Typ. Gedrückt halten, dann antippen. Entfessel eine Flut von schnellen Schlägen. Taifuntritt, den fand ich gut. Erhöht den Taumelschaden gegen Speerkämpfer aus der Windkampfhaltung. Das nehmen wir auch mal mit. So. Warum tue ich das jetzt? Egal. Bin ich wahrscheinlich aufs Pad gekommen. Gott, wir gehen zum, wie heißt das? Gasthaus? Nee. Wo müssen wir denn hin? Egal. Wir gehen einfach dem Wind nach. Hol mal das Pferdchen. Soll wohl in der Richtung sein. Ja, stimmt. Das Gasthaus da hinten. Und da machen wir die Berührung eines Heilers. War, glaube ich, eine ganz coole Mission, sofern ich mich erinnere. Viel cooler ist eigentlich wieder die in der nächsten Folge. Da mache ich nämlich eine mystische Vogel. Ah, da. Ah, ich sehe schon, da hinten ist ein Heilbad. Stimmt, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch gehabt. Warum sollte das jetzt auch anders sein? Warum sollte der Vogel nicht kommen, ne? Ja. Gut, dann werden wir uns noch mal einmal kurz etwas mehr Heilung verschaffen. Oh, Sake. Kenji no sake ga areba hi no uchidokoro ga nai no da ga 長話を聞かねばならぬか。
Klingt wie ein Kollege von mir. Der redet und redet und redet. Grüße gehen raus an Basti. So, Ja, machen wir. どうした? 私は死がない薬師で、野営の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですから、お守りくだされ。よし、わかった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか。病は戦うものではなく、寄り添い始めて治すものです。その話が誠ならば、すぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。 感謝します。 Die Berührung eines Heilers. Ja, auf geht's. Hätte ja sein können, dass es da steht. Wo kommst du denn jetzt rausgeschossen, ey? Schon klar. よく雲だから逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良い薬師のようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が。どちらへ行かれるのです? Ja, Entschuldigung, da war eine Blume. 我が母を思い出します。 昔、私は体が弱く、丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それから薬師を志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。So, jetzt gucken wir mal, ob wir nochmal klarkommen wieder. さあ、来い! Wahrscheinlich versohlen die mir jetzt den Arsch. Nein, ich kann's noch. Oder auch nicht. かような時に遠出とは村の者が残らず病にかかって二人で逃げ出したところです。病原は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。 Wird schon gut gehen. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Da hinten. Kunais Vorräte. Der hatte auch Vorräte. Immer mitnehmen den Kram. いとも容易く人を切るとは。切らねば民が死んでおったぞ。賊といえども、まずは話し合うべきです。話し合うだと。それならば、なぜ俺を頼った。お許しを。私は治すことしか知らぬに、太刀は持てません。 慌てて、どうした?何事だ?息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない。俺も手を貸そう。感謝いたします。Ja, natürlich helfen wir. Na? Ne?
Ach ja, stimmt, die Dinger. いかがでしたか。キノコを食ったようだ。このバカ。なんてこと。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここに俺が取ってこよう。Jawohl. Dann holen wir mal Flussmoos. Sammle Flussmoos. Okay, das war's schon. Und wir haben noch ein bisschen Raubtierfell. Das ist ja auch immer gut zum Upgraden, ne? Koke wa mitsukarimashita ka? Nee, habe ich verkauft. あったぞ。いいか。よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたら良くなるんだ。それを飲ませてやれば、明日の朝には良くなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ。息子の命の恩人です。Gut, wissen wir Bescheid. Wenn ihr mal Pilze gefressen habt. Und euch geht's ätzend. 女の息子は百姓と同じ症状でした。 体が痛み、息切れが激しく。フロスモステーザーオフン。百姓も毒を畑にまかれたということか。ええ、おそらくは軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。 Ja gut. Dann holen wir Pinilin. Oder wie auch immer das hieß. Ich regel das. Boah, den sieht man gar nicht, das ist böse. Aber gepackt. So. Oh. Ja. Lass doch mal Sascha da raus. Ich wollte erstmal eben den hier. Und dann rolle ich mich mal eben beiseite, um mal zu gucken, wer möchte denn als nächstes. Doch nicht. Oh. Dann nehmen wir ihn. Hui. Jawohl, das läuft ja wie geschmiert. Und du bist Schwertkämpfer. So, dann gucken wir noch mal eben, was die Jungs dabei hatten.
Pfeile nehmen wir mit. Irgendwas leuchtet da. Rauchbombe. Da hinten ist eine Blume. Ah, wo ist denn der Kollege jetzt? Ach, der ist jetzt schon gekommen. Okay. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Egal. Hier ist es. ハンゲはあったか。ええ、おかげで十分に取れました。しかし、あなた様は人斬りを楽しんでいるように、お見受けするのですが。すべては民を守るためだと、太刀を抜くたび自分に言い聞かせておく。なるほど。失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。 Was hat er denn schon wieder hin? Ach da. Mann, bin ich verplant heute. Die hätte man ja so schon rufen können. いつから伏せておる。もう子供がうちの畑に来てからです。何か食ったか。口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ。すまない。私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。 しかし、道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。その おかげで救われた命もあるのだぞ。毒が由縁であるとわかることもなかった。ですが、毒の出所までは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば 病は瞬く間に広がります。治せるのか。ええ、半下さえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。Ja, das hatten wir ja schon mal vor ein paar Folgen, glaube ich. Lang ist es her, aber also für mich, für euch wahrscheinlich nicht. Da hatten wir das schon mal, ne? Da haben wir dann einem Typen geholfen. Und da war auch der Brunnen vergiftet, ne? Talisman der göttlichen Heilung. Mhm. Ein neues Geschenk ist verfügbar. Ja, Bogenmacher. Da warten wir nochmal kurz. Ich wollte jetzt eigentlich mal eben Ausrüstung, genau. Talisman. Bei 50% oder weniger Gesundheit stellt Heilung zusätzlich. Nö. Talisman des Wohlseins, des Vorteils, Zerstörung, Resistenz. Ja. Ich glaube, das passt jetzt erstmal so. So, dann bin ich, glaube ich, beim letzten Mal, wenn das alles richtig ist, einmal dahin gegangen. So, Ebenholz und so, das nehmen wir natürlich auch mit.
glaube, das war ein Fuchsbau. Und danach habe ich eine... In der nächsten Folge machen wir dann noch eine mystische oder mythische Quest. Mit denen hier? Hm? Hallo? こうした戦の最中では神に助けを求めてはいかがでしょう。社は鳥居の向こうにあります。頼みを聞き入れてくださると良いのだがな。聞いていらっしゃるし、見ていらっしゃる。鍛錬を続ければ答えてくださるでしょう。そうだな。励むとしよう。 Dreht er sich jetzt da um? Du sollst hier. Bringt nichts. Pferd da. So ein Fuchsbau. Ja, die lasse ich mal erstmal kurz machen. Inari-Schrein. Der Fuchs zum Danksagen nirgendwo. Manchmal hauen die immer echt ab, ne? Mann! So, ihr hattet nicht so viel Glück. Voilà. Der hat nichts. Wie gesagt, der Fuchs ist auch wieder weg. Aber das sieht schön aus hier. So, hier beenden wir die Folge. Genau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wo wir die nächste... mystische Quest machen. Bis denne!